1000 Abonnenten. Ja, vor kurzem hat dieser Kanal die 1000 Abonnenten geknackt und wir sind jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen drüber. Und zur Feier dessen und zur Feier vom Ende des Jahres habe ich mir gedacht, hau ich definitiv noch ein Special raus. Und da einige danach gefragt haben und ich mir auch dachte, das ist wohl das Beste und Schlauste ist, als Special für 1000 Abonnenten zu machen, gibt es heute ein Couch Comments. Ihr habt Fragen gestellt, die ich heute beantworte. Außerdem gibt es in diesem Video auch noch was Tolles für euch. Und zwar ist das gleichzeitig auch ein Gewinnspiel. Ja, ich habe mir überlegt, zu den 1000 Abonnenten kann man ja auch mal ein Gewinnspiel machen. Und ja, in diesem Video können ganze 5 Leute von euch, von den Zuschauern, von meinen Abonnenten, von den Leuten, die dieses Video hier sehen, können oder haben die Möglichkeit, einen Gewinn abzustauben. Ich habe mir gedacht, das mache ich mal für euch. Ich habe das nicht gesponsert bekommen, nichts. Ich habe das aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Und ich dachte mir ganz ehrlich, ein bisschen was an meine Abonnenten zurückgeben, kann ich tatsächlich dann auch schon. Wie ihr bei dem Gewinnspiel teilnehmt, beziehungsweise was ihr gewinnen könnt, das sag ich nicht am Ende des Videos, weil so ein YouTuber will ich nicht sein, aber ich sag's in der Mitte. Ich beantworte erst ein paar Fragen, dann kommt das Gewinnspiel und dann nochmal weitere Fragen. Deswegen bleibt auf jeden Fall ein bisschen dran, ne? Sonst kommt ihr beim Gewinnspiel nicht, könnt ihr nicht mitmachen, ne? Guter Clickbait, oder? So, jetzt heiße ich euch aber trotzdem erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, vorab, bevor ich jetzt mit den Fragen starte, nochmal vielen lieben Dank für mittlerweile 1024 Abonnenten. Ich weiß es gar nicht, irgendwie 1020 um den Dreh. Ich finde es krass, die 1000 Abonnenten haben wir gerade erst geknackt und trotzdem geht es weiter. Und ich finde es so krass, dass sich so viele Leute hier für diesen Kanal interessieren. Ja, es ist zwar momentan so viel The Walking Dead und ich sage es so oft, komme ich gleich noch drauf zu sprechen bei einer Frage. Aber nichtsdestotrotz auch bei manch anderen Video, ob es jetzt zu Five Nights at Freddy's war, ob es zu manchen Marvel-Sachen ist. Leute, ihr habt Interesse hier dran und das macht mich glücklich, weil, naja, das Ganze hier mir halt super Spaß macht. Wie in jedem Couch-Comments habe ich hier auf den Blättern meine Fragen, beziehungsweise eure Fragen und darauf dann meine Antworten. Und wir starten quasi ganz normal der Reihe nach. Ich habe mir das einfach random rausgesucht. Wenn eure Frage dabei ist, danke für die Frage schon mal vorab. Und wir starten einfach mal in die Fragen rein. Die erste Frage war, warum hast du dich dazu entschlossen, YouTube zu machen? Hobby oder eher der Gedanke, damit Geld zu verdienen? Ja, natürlich. Ich wollte mit diesem Kanal quasi wirklich nur Millionär werden. Ich habe hier gar keinen Aspekt von Hobby reingesteckt. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist dieser Kanal hier aus meiner Leidenschaft entstanden. Zum einen die Leidenschaft, YouTube-Videos zu machen und auch die Leidenschaft über Filme, Serien, Theorien und all dem ganzen Stuff, der halt auf diesem Kanal hier so stattfindet. Naja, den ganzen Scheiß zu verbreiten und mit Leuten wie euch halt darüber zu diskutieren, zu labern und einfach Meinungen auszutauschen. Einfach mit Gleichgesinnten über, die eigene Meinung und so reden. Natürlich bin ich auch ehrlich, wenn irgendwann der Kanal so groß sein sollte, dass ich damit Geld verdienen könnte, wäre ich natürlich nicht abgeneigt und würde auch nicht sagen, nee, das mache ich nicht, der Kanal hier besteht nur aus Liebe und Luft. Nee, ganz ehrlich, wenn genug Leute da sind und ich genug unterstützt werde, why not? Tut ja keinem weh. Frage Nummer 2. Wie stehst du zu der aktuellen Lage zu Fluch der Karibik-Franchise? Und denkst du, es gibt noch einen 6. Teil oder wäre dann Schluss für dich? PS, es soll ja eine Serienplanung sein. Ja, dazu kamen tatsächlich 2 Fragen, also zum Thema Fluch der Karibik. Ich habe es einfach mal jetzt unter einen Helm gepackt. Also zum einen muss ich sagen, Fluch der Karibik ist ein geiles Franchise. Also die Filme, ich feiere die schon und die kann man sich auf jeden Fall immer wieder geben. Es ist immer so, dass man sieht den Film und man denkt sich, ach, weißt du was, gucke ich den einfach. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so richtig tief drin in dem Ganzen. Also ich habe noch nie so da gesessen und gesagt, oh, weißt du was, Mensch, jetzt mal Fluch der Karibik hier binge-watchen. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Filme geil. Und vor allem, finde ich, sind die Filme einfach dazu prädestiniert, theoretisch unendlich weitergeführt zu werden. Man kann ja unfassbar viele Piraten-Stories damit reinfassen. Ich meine, es gibt mythologisch gesehen oder halt einfach geschichtlich gesehen so viele verschiedene Piraten, so viele Stories darum. Und das kann man ja alles in diesem Universum unterbringen. Ich muss sagen, ich fände eine Serie irgendwie schon geil. Aber die Frage ist, ob man die Serie dann halt wirklich auf Fluch der Karibik, also heißt ne Captain Jack Sparrow und so, aufbaut. Oder ob man dann sagt, man geht irgendwie ein bisschen dahinter. So mit den anderen Piraten, irgendwie, was weiß ich, Davy Jones, ein bisschen mehr darauf eingehen. Alles so in die Richtung. Ich muss auf der einen Seite sagen, mir wäre es egal, wenn nichts kommt. Aber wenn was kommt und es gut gemacht ist, würde ich es natürlich auch feiern. Also Fluch der Karibik ist auf jeden Fall was, was man sich immer mal geben kann. Die Filme sind jetzt weder schlechter noch krass besser geworden. Die, finde ich, sind immer auf einem guten Level geblieben. Also man ist, also es ist nie mehr oder weniger schlecht oder gut gewesen. Aber das sind auf jeden Fall so Filme, wenn man Johnny Depp feiert und wenn man Piraten feiert, dann ist das halt, ja, top. Und man muss auch einfach sagen, und da kann man jetzt auch sagen, was man will, egal wie man zu Johnny Depp steht, der Typ hat die Rolle Captain Jack Sparrow einfach so hammer umgesetzt. Das ist einfach
eine krass geile schauspielerische Leistung. Frage Nummer 3. Hast du Kubo and the Two Strings gesehen? Das ist für mich einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Ich bin ehrlich, wo ich die Frage gesehen habe, musste ich erstmal googeln. Wo ich dann gegoogelt habe und das Bild gesehen habe, dachte ich, ja, kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde mir wahrscheinlich mal angucken, aber so das, was ich dazu gehört habe, soll das auch wirklich ein sehr guter Animationsfilm sein. Aber so Stand jetzt kann ich dazu noch nichts sagen, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Aber allgemein, Fan von Animationsfilmen bin ich sowieso und der Film sieht halt einfach gut aus und die Meinungen bzw. Kritiken sehen ja auch eigentlich ganz geil aus. Deswegen wahrscheinlich auch eine Empfehlung für ja, Leute, die Animationsfilme feiern, auf jeden Fall wert. Frage Nummer 4. Wie stehst du zu Star Wars? Ja, kurz und knackig gesagt, ich liebe Star Wars. Aber, und jetzt kommt's zu dem großen Aber. Ich bin momentan wieder auf so einer Phase, wo ich sage, Star Wars geht mir ein bisschen am Arsch vorbei. Nicht getriggert sein an alle Star Wars Fans. Bei mir ist es wirklich tagesformabhängig. Auf der einen Seite, ich liebe Star Wars. Ich liebe Darth Vader. Das ist der, meiner Meinung nach, der beste Filmbösewicht ever. Da geht für mich persönlich nichts drüber. Darth Vader, bester Kerl. Anakin Skywalker, krasser Charakter. Allgemein, die Story, die Charaktere von Star Wars sind perfekt in meinen Augen. Die ganzen Serien dazu, ob es Ahsoka ist, die einfach bombastisch war, ob es die Animationsserien wie Clone Wars und Rebels sind, egal was, alle Projekte, Rogue One, unfassbar guter Film, alle Projekte von Star Wars sind stark. Selbst die letzten drei Filme, auch wenn man Rey hassen kann oder nicht und wenn man Kylo Ren nicht mag und wenn man die ganze Story scheiße findet, rein nüchtern betrachtet, sind die Filme bombastisch stark. Aber, und jetzt kommt's zu dem Punkt, ich bin voll in der Star Wars Materie drin. Ich gucke mir unfassbar viele Videos zu Star Wars an und zu Lore und auch zu Legends und zu allen möglichen Sachen von der Old Republic und so. Ich feiere dieses ganze Franchise unnormal. Aber momentan bin ich nicht so auf dem Trichter, wo ich sage, ich würde mich da richtig hart mit befassen. Zum einen ist es momentan ja sehr, sehr ruhig um Star Wars, muss man sagen, was ja auch nichts Schlimmes ist, um Gottes Willen. Aber auf der anderen Seite ist das Star Wars Franchise für mich auch immer sowas gewesen, was ich für mich genieße, weil ich super wenig Leute um mich herum habe. Abgesehen von meinem Cousin, Grüße gehen an der Stelle raus, falls er das Video irgendwann sehen soll. Weil mein Cousin hat mich mit an Star Wars überhaupt rangebracht. Abgesehen von diesem Menschen kenne ich keinen um mich herum, der wirklich Star Wars feiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da fehlt einem dann der private Stoff zum drüber quatschen. Und Videos zu machen über die ganzen alten Filme oder, finde ich ein bisschen langweilig, weil es halt schon so viele Sachen dazu gibt. Natürlich werde ich gewiss irgendwann mal zu Star Wars Sachen ein Video machen, definitiv. Ich habe ein Projekt, was im nächsten Jahr wahrscheinlich kommt. Die Frage kommt gleich auch noch, was wahrscheinlich auch Star Wars in Angriff nehmen wird. Aber es ist immer sowas, ich glaube, Star Wars ist was für mich, was ich immer für mich selber irgendwie gucke, fühle, Liebe und das nie so groß nach außen trage. Deswegen gibt es auf diesem Kanal auch wahrscheinlich so wenig Star Wars Content. Frage Nummer 5. Liest du eigentlich auch Bücher? Und die Frage kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich muss wirklich sagen, ich habe es mal versucht, früher so im Jugendalter, mich an Bücher zu setzen, weil meine Mutter sehr, sehr viel Bücher liest. Und ich habe immer mal versucht, mich hinzusetzen und zu lesen, aber ich krieg es nicht hin. Ich krieg es einfach nicht hin. Auch wenn ich es bei so vielen Verfilmungen von Büchern gerne mal gemacht hätte. Weil ja, es gibt ja immer dieses typische, die Leute, die den Film gucken, dann die Bücher lesen und sagen, okay, die Bücher sind ja wesentlich besser. Oder die Bücher lesen und den Film gucken und dann vom Film super enttäuscht sind. Aber ich krieg es nicht hin. Ich krieg es nicht hin, mich ans Lesen zu setzen. Irgendwie fehlt mir da, weiß ich nicht. Ich glaube einfach das Visuelle. Dieses visuelle, bunte Lichter, Farben. Keine Ahnung. Obwohl ich sagen muss, Comics würde ich wahrscheinlich lesen, aber auch da bin ich nicht zu sehr in, also bin ich zu wenig in dieser Comicbuch-Materie drin. Frage Nummer 6. Falls du Games zockst, was sind deine Lieblingsgames, die du aktuell zockst? Also grundlegend erstmal, ja, ich bin Gamer durch und durch. Neben diesem Kanal betreibe ich mit einem Kumpel auch noch einen Gaming-Kanal. Da spielen wir zufälligerweise auch das Spiel, was sich bei mir quasi als Lieblingsspiel, denke ich mal, etabliert hat. Aber allgemein muss ich sagen, ich liebe es zu zocken. Ich bin Gamer durch und durch, seit Tag 1 an. Und wenn ich jetzt wirklich ein Spiel festlegen müsste, was mich die letzten Jahre wirklich durch Gaming-Flauten gebracht hat, ist es tatsächlich Ark Survival Evolved. Ich liebe Dinos, ich liebe Survival-Games und das bringt das Ganze zusammen. Auch wenn es nicht krass gut ist und man oftmals wirklich am Verzweifeln ist, wenn es ans Bauen geht oder so. Aber Ark würde ich schon als eines meiner Lieblingsspiele tendieren, weil so Spiele wie COD, die ich auch liebe, werden mittlerweile einfach kaputt gemacht. So Spiele wie Fortnite, was seinen Hype hatte und auch wieder hat, habe ich damals natürlich auch viel gesuchtet, mittlerweile auch wieder. Aber auch da ist halt der Frustfaktor wesentlich höher als der Spaßfaktor. Und oh, sowas wie GTA natürlich auch, aber an für sich muss ich sagen, Ark auf jeden Fall. Darunter würde ich sagen, die Assassin's Creed-Reihe, aber auch da, ähnlich wie bei COD, nur bis zu einem gewissen Punkt und danach war alles für mich leider nicht mehr so, naja, unterhaltsam, sag ich es mal so. Also, Lieblingsspiel,
definitiv Ark. Das ist das einzige Spiel, was ich durchgehend die letzten 3, 4 Jahre, 5 Jahre wahrscheinlich schon, wirklich durchgehend immer mal wieder gezockt habe. So, und nun an der Stelle bringen wir mal das angekündigte Gewinnspiel ins Rollen. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, 5 von euch können was gewinnen. Was es ist, sage ich gleich. Aber erstmal, wie ihr mitmachen könnt. Also natürlich wäre es super nett, wenn ihr natürlich Abonnent des Kanals wärt. Daumen nach oben, könnt auch gerne machen. Aber wichtig ist einfach nur, schreibt einen Kommentar. Irgendeinen Kommentar bringt nichts, wenn ihr 2, 3, 4, 5 Kommentare schreibt. Eure Chance wird dadurch nicht größer. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem machen. Aber ansonsten einfach nur einen Kommentar schreiben. Gerne mit neuen Fragen, gerne mit dem Grund, warum ihr diesen Kanal abonniert habt. Irgendwas, einfach ein Kommentar. Und damit habt ihr Zeit bis Ende Januar. Und dann werde ich mich hinsetzen, werde die Kommentare quasi auslosen. Und je nachdem, wer dann halt ausgelost ist, gewinnt halt dann. So, jetzt aber zu der Frage, was es zu gewinnen gibt. Also, auf Platz 1. Vielleicht wird dem einen oder anderen der Name des Online-Shops Elbenwald was sagen. Ja, das ist ein Online-Shop für Nerd-Stuff. Ob es Serien, Games, Filme, alles möglich ist. Dort habe ich 2 Mystery-Boxen bestellt. Und Platz 1 bekommt sowohl diese Mystery-Box als auch eine Funko-Pop-Mystery-Box. Da drin sind dann 3 Funko-Pop-Figuren. Welche da drin sind, das ist total random. Ihr könnt Glück haben und was bekommen, was ihr genau wollt. Und naja, vielleicht habt ihr auch einfach Pech. Es ist halt eine Mystery-Box, ne? Es ist halt Mystery-Box. Vielleicht packe ich da noch irgendwas von mir rein. Leute, wenn ihr irgendwie eine Autogrammkarte oder so... Ich habe keine... Wie verhält man sich bei so einem Special? Wollt ihr Autogrammkarten von mir? Ich weiß, ich habe keine Unterschrift. Ich packe vielleicht irgendwas noch rein und mache da so, yo, danke fürs Abonnieren, Gruß, Kuss aufs Nüsschen, was weiß ich. Irgendwas auf jeden Fall. Gewinner Platz 1, die Mystery Box plus 3 Funko Pop Figuren. Der oder die Zweitplatzierte bekommt nur die Mystery Box. Platz Nummer 3 bekommt dann 6 Funko Pop Figuren. Platz Nummer 4 bekommt 3. Und Platz Nummer 5 bekommt entweder 2 oder 1. Das würde ich spontan entscheiden. Ihr seht, es ist natürlich Zufall, wer was wie gewinnt und so weiter. Aber an der Stelle sei gesagt, es kann natürlich sein, dass ihr jetzt euch denkt, ich will gar nichts davon gewinnen. Wenn ihr nichts gewinnen wollt, wenn ihr gar nicht beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, schreibt es auf jeden Fall in den Kommentar, den ihr dann schreibt. Oder wenn ich euch dann irgendwann darauf ansprechen sollte, hier, ihr habt gewonnen, dazu wird dann ein extra Video kommen, werde ich die Leute über Instagram, Facebook, was weiß ich, über irgendwas anschreiben, wo ich euch kontaktieren kann, werden wir dann alles so klären. Dann brauche ich natürlich eure Adressen, das wird dann zugeschickt und. Wie gesagt, wenn ihr nicht mitspielen wollt beim Gewinnspiel, dann schreibt es einfach in den Kommentar rein. Jo, ich brauche nicht mit teilzunehmen. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall allen viel Glück, viel Erfolg und ja, würde mich natürlich über rege Teilnahme freuen. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr dann am Ende des Tages mit diesem kleinen Gewinnspiel zufrieden seid, ob's, und das euch vielleicht irgendwie ein bisschen Freude bereitet. Man weiß es ja nicht. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Special Couch Comments. Frage Nummer 7. Wirst du in Zukunft einen Discord-Server machen oder tust du dich mit einem YouTuber zusammen, der schon einen hat? Discord-Server ist ein Thema, wo ich sehr oft schon drauf angesprochen wurde und ich gehe davon aus, dass ich auch mal früher oder später einen machen werde. Wie das Ganze aufgebaut ist und wann das Ganze passiert, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Auf jeden Fall, es wird ein Server kommen. Wie gesagt, schreibt mir dazu gerne Vorschläge in die Kommentare, was, in welche Richtung der Server gehen soll. Sollen dann verschiedene Channel, was weiß ich, Thema Marvel, The Walking Dead, DC oder soll da einfach Serien, Filme, ne, wir können ihn zusammen hier aufbauen. Ich werde ihn einfach mal erstellen irgendwann. Dann können wir den ja zusammen formen und gebilden, wie es uns, sag ich mal, recht ist. Also Discord-Server wird früher oder später definitiv kommen. Frage Nummer 8. Wirst du auch bald bei Blue Sky vertreten sein? Auch hier habe ich erstmal googeln müssen. Ich wusste gar nicht, was Blue Sky ist und so wie ich es jetzt rausgefunden habe, ist das eine Art Twitter? So ähnlich wie Twitter irgendwie in diese Richtung, also ein Social-Media-Ding, wo man halt Mitteilungen machen kann. Ich habe mich eigentlich ganz mit befasst und ich glaube wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, so wie ich es jetzt sehe, ist es ja sehr, sehr Twitter-lastig. Bedeutet ja halt, ne, irgendwelche Beiträge verfassen. Und ich war noch nie bei Twitter aktiv und habe es auch irgendwie nicht so vor. Also wahrscheinlich eher nicht. Frage Nummer 9. Wie findest du es, dass Warner Brothers Discovery nun Gespräche mit Paramount hat, zwecks einer Übernahme durch Warner? Bis zum Punkt der Frage wusste ich gar nicht, dass da irgendwas im Gange ist. Danach habe ich mich da mal ein bisschen belesen und bin zu einer mehr oder weniger Meinung gekommen. Am Ende des Tages finde ich es nicht schlecht, wenn sie sich zusammentun würden, würde bedeuten, wir hätten wieder 2 Streaming-Dienste, die zu einem werden würden. Plus Konkurrenz für Disney und Netflix, was ja auch irgendwie den Preis irgendwie reguliert, ob er weniger wird oder mehr wird, je nachdem. Was ich natürlich irgendwo nicht so ganz feiere, ist halt, dass da sich langsam immer mehr Monopole aufbauen. Alles wird nur noch aufgekauft und quasi irgendwann steht alles unter einem Dach und das ist meistens nicht so gut. Aber an für sich ist es nichts Verkehrtes, nichts Schlimmes. Ich sehe da jetzt keinen großen Vor- oder Nachteil durch, außer dass wir halt, naja, 2 Streaming-Dienste, die jetzt zu einem werden, bekommen. Plus halt viele Projekte, die entweder schneller
besser oder anders umgesetzt werden durch mehr Geld, mehr Personal und dergleichen. Frage Nummer 10. Wie findest du es, dass One Piece einen neuen Anime bekommt, der wenige Filler hat, einen anderen Stil hat und in Staffeln erzählt wird? Soll von den Attack on Titan Studios gemacht werden. Da bin ich gar nicht drin in der Materie. Bis jetzt wusste ich gar nicht, dass das so in Gesprächen ist. Ich wusste nur, dass ähnlich wie bei Naruto es ja Möglichkeiten gibt, sich die Serien fillerfrei anzugucken. An für sich fände ich es ein bisschen komisch, dass One Piece nochmal neu oder halt zusammengefasster mit neuem Stil erklärt oder erzählt wird, weil halt One Piece noch gar nicht zu Ende ist. Ich bin sowieso nicht so der riesen One Piece Fan. Mir gefällt der Artstyle nicht so ganz und die Story finde ich, und das ist das Argument, was ja leider jeder bringt und es tut mir auch leid an die One Piece Fans, dieses Argument hängt ja allen nur aus den Ohren raus. Es ist mir auch irgendwie zu langatmig. Plus, dass es ja so unfassbar viele Filler gibt. An für sich muss man sagen, das Animationsstudio, was Attack on Titan gemacht hat, das hat schon einiges auf dem Kasten. Und ich denke, eine Umsetzung von One Piece wäre schon sehr krass. Aber ich sehe es nicht so als nötig, beziehungsweise ich denke mir so, viele One Piece-Fans könnten das irgendwie ein bisschen, naja, ärgern, nerven, dass jetzt der gleiche Anime, den sie seit wie vielen Jahren gucken, schneller und anders neu gemacht wird. Also am Ende des Tages würde ich sagen, bin ich da relativ gleichgültig, aber irgendwie, ist eher schon so eine gleichgültige Meinung. Frage Nummer 11. Ist eine Zusammenarbeit für nächstes Jahr mit anderen YouTubern geplant, sei es für Projekte von dir oder für Projekte von ihnen? Also geplant ist so direkt nichts, also weder großartig, wo ich andere YouTuber mit einbeziehen will, noch wo ich jetzt effektiv mit einbezogen werde. Natürlich bin ich da sehr, sehr offen. Bedeutet, wenn irgendwelche anderen YouTuber mich fragen, ich bin voll dabei bei allem, was es gibt. Und wenn ich solche Projekte irgendwann machen will, werde ich mich natürlich in der Branche bei den verschiedensten YouTubern umhören und vielleicht da halt auch den einen oder anderen mit an Land ziehen. Stand jetzt ist da noch nichts geplant. Wie gesagt, ich bin definitiv offen, aber auch aus meiner Sicht habe ich noch nicht so die krassen Ideen, Projekte mit anderen YouTubern zu machen. Aber nur weil es noch nicht geplant ist, heißt es ja nicht, dass es niemals vorkommt. Definitiv, ich bin voll offen dafür und ich werde mich auch mal daran setzen, vielleicht mal solche Projekte irgendwie mir mal auszudenken. Frage Nummer 12. Wird es Livestreams nächstes Jahr geben und was ist da geplant? Sehr interessante Frage. Lustigerweise habe ich mir schon selber oft die Frage gestellt. Geplant ist es mal noch nicht, dass ich Livestreams mache. Liegt aber auch an dem Punkt, ich wüsste nicht, was ich in den Livestreams machen soll. Natürlich könnte ich jetzt Livestreams machen, die nichts mit dem Kanal zu tun haben, sondern nur mit meiner Person. Heißt, ich zocke einfach. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Dann jetzt würde ich sagen, zeitmanagement-technisch kriege ich es nicht so gut unter einen Hut. Nichtsdestotrotz wäre ich offen, Livestreams zu machen, wenn ich wüsste, was ich in den Livestreams für Themen mache. Ich hätte nämlich ultra Bock zum Beispiel eigentlich mal Livestreams, habe ich ganz früher schon mal drüber nachgedacht, Livestreams zu gucken oder zu machen, in denen man sich halt Serien oder Filme anguckt und halt gleichzeitig über solche Szenen redet. Naja, ist halt schwierig wegen Copyright. Geht dementsprechend eher schlecht, würde ich mal sagen. Bedeutet, Stand jetzt ist es nicht geplant zu Livestreamen, aber ich bin absolut nicht abgeneigt dazu, weil ich auch selber Bock dazu hätte. Deswegen gerne Vorschläge in die Kommentare, zu was ich denn Livestreams machen könnte. Theoretisch halt zu Trailer-Reactions könnte ich einen kleinen Livestream machen und. Aber wie gesagt, gerne Vorschläge in die Kommentare rein. Frage Nummer 13. Was sind deine Ziele für nächstes Jahr, für deinen YouTube-Account und was stehen für Projekte an? Also direkt Ziele habe ich mir keine gesetzt, weder so von Aufrufen noch von Abonnentenzahlen her. Ich denke, mein einziges Ziel wird einfach weiterhin sein, so konstant wie möglich Videos zu bringen. Und was Projekte angeht, würde ich mal sagen, es gibt auf jeden Fall ein großes Projekt, aber mehr als Ziel. Ich will ein bisschen weiter weg von The Walking Dead gehen. Das heißt, ich will nicht ganz aufhören, Videos zu The Walking Dead zu machen, nur ich würde gerne auf dem Kanal auch andere Videos zu anderen Themen machen. Problem dabei momentan, außerhalb von The Walking Dead gibt es nichts, wo ich gerade irgendwie das Bedürfnis hätte, drüber zu reden. Ob es jetzt im Marvel-Universum ist, ob es im DC-Universum ist, Star Wars, oder ob es in allen anderen Franchises ist, Stand jetzt ist da ein bisschen weniger auf dem Kanal, eher auf The Walking Dead basiert. Und davon will ich ein kleines bisschen weggehen. Keine Angst, es wird Content zu The Walking Dead noch bleiben, aber ich möchte den Kanal ein bisschen Richtung allgemein und nicht nur The Walking Dead parken. Projekte habe ich auch 2-3 kleine geplant. Es sind halt mehr auch so Videoreihen wie Was wäre wenn. Was wäre wenn wird auf jeden Fall ein bisschen weitergeführt. Aber auch Projekte, die, oder das heißt Projekte direkt, aber kleine Videoprojekte, die auch nicht unbedingt was mit The Walking Dead zu tun haben, die allgemein aufgefächert sind oder die ein bisschen in eine andere Stilrichtung gehen als Videos, die ich momentan mache. Also ich habe schon einiges geplant, aber ob das jetzt so als großes Projekt geplant ist, würde ich jetzt mal nicht abstempeln. Auch hier gerne in die Kommentare Vorschläge für
nächstes Jahr, auf was für ganze Sachen ich mal eingehen soll, in welcher Art und Weise, was ihr für Ideen hättet. Frage Nummer 14. Werden auch mehr Games hier auf deinem Kanal Thema sein, also bezogen auf ein neues Marvel-Game oder DC Games und so weiter, was dich interessiert? Die Frage schließt ja schon fast an der vorigen an, so bezüglich Projekte, und die Antwort darauf ist ja. Wenn ein Game kommt, ähnlich wie jetzt mit The Walking Dead Destinies, was ich interessant finde, was ich selber zocke, beziehungsweise zocken will, werde ich definitiv auch Videos darüber machen. Stand jetzt gibt es noch nichts, wo ich so richtig gehypt drauf bin auf Spiele, also in Richtung Spiele, aber wenn was kommt, definitiv Videos dazu, keine Frage. Und kommen wir nun zu Frage Nummer 15 und damit der letzten Frage im Video. Wirst du auch andere Projekte außer Marvel, The Walking Dead Stuff und so auf deinem YouTube-Kanal nächstes Jahr bringen? Zum Beispiel zu Serien, die du aktuell schaust und frisch draußen sind? Und auch hier drauf, ähnlich wie die vorigen zwei Fragen sind ziemlich ähnlich. Ja, definitiv, es wird nächstes Jahr, wie gesagt, versuche ich ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Bisschen mehr weg von The Walking Dead. Bisschen mehr allgemein auf Serien betrachtet. Natürlich muss ich hier sagen, weiterhin besteht das Motto dieses Kanals, ich mache Videos über das, worauf ich Bock habe. Bedeutet, vielleicht gucke ich zwar eine Serie, die ich geil finde, aber ich habe keinen Bock, ein Video dazu zu machen. Kann natürlich passieren. Nichtsdestotrotz, denke ich, sind vor allem durch die letzten drei Fragen, hat sich rauskristallisiert, ich habe vor, den Kanal auf jeden Fall breiter aufzufächern. Nicht nur nischig zwei, drei Themen als Serien abzuklappern, sondern einfach größer zu denken. Einfach mal wirklich Serien, die ich momentan gucke, Serien, die ich schon immer geguckt habe. Zum Beispiel Supernatural ist ein großes Thema, wo ich richtig Bock habe, Videos drüber zu machen. Wurde mir auch schon ein, zwei Mal vorgeschlagen. Wird bestimmt auch mal kommen in die Richtung. Grundlegend kann ich echt sagen, der Kanal wird sich ein kleines bisschen verändern in Bezug auf mehr Varietät, aber es wird natürlich trotzdem weiterhin hier auch The Walking Dead Content kommen, denn ich denke auch wirklich, die meisten von euch sind wegen The Walking Dead hier, was ja auch nicht schlimm ist. Ich finde es aber trotzdem gut, dass auch Videos, die nichts mit The Walking Dead zu tun haben, relativ gut geguckt werden und relativ gut geklickt werden. Freut mich und bedeutet für mich einfach nur, dass ihr echt Bock auf diesen Kanal habt. Nicht nur auf The Walking Dead, aber auf dieses Kanalkonzept einfach. Und das finde ich super geil. Und damit bin ich jetzt auch endlich am Ende vom Video angelangt. Denkt dran, für das Gewinnspiel, wenn ihr dran teilnehmen wollt, in die Kommentare irgendwas schreiben. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für nächstes Jahr gerne für Projekte haben würdet, was ihr, warum ihr diesen Kanal abonniert habt. Schreibt gerne hin, seit wann ihr dabei seid, beziehungsweise welches Video euch zum Abonnieren animiert hat. Und sonst gerne irgendwas in die Kommentare, wenn ihr teilnehmen wollt. Sonst würde ich einfach nur noch sagen, vielen Dank für über 1000 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir Ende nächsten Jahres die 2000 Abonnenten. Wer weiß es, ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es. Am Ende des Tages freue ich mich, egal wie, dass so viele Leute auf diesem Kanal gefunden haben und hier auch Spaß dran haben. So, und wenn euch jetzt interessiert, was ich genau auf diesem Kanal mache, wenn ihr zufällig neu dabei seid, checkt doch den Kanal gerne aus. Dann guckt euch um und vielleicht lasst ein Abo da. Ich würde mich definitiv drüber freuen. Sonst würde ich nur sagen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann wieder ein relativ reguläres Video. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie auch sonst immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.